Gut, dann Danke. würde ich das mal so versuchen. Ich habe eins von den Büchern, die man auch mitnehmen kann, habe ich hier vor mir links, von mir aus links. Und da habe ich eine ganz kurze, ja, Geschichte, ausgedachte Legende. Ich weiß nicht, ob es was ist, mir selber gefällt es. Das Buch kann man auch gerne mitnehmen. Es sind immer 100 Fotos drin, die sind alle von mir und sind frei, die passen zum Thema. Und ja, ich würde dann einfach mal loslegen und wenn es fertig ist, sage ich auch bald. Dankeschön. Der Traum der Bäume. Und es kam der Augenblick, in dem die Schöpfung die Bäume ins Dasein entließ. Und den Bäumen wurde gewahr, dass sie existieren. Und sie spürten ihre Kraft, die Kraft des Lebens. Sie waren groß, kräftig, reckten ihre Äste in verschiedene Richtungen des Himmels. Doch schon bald begannen sie zu träumen. Eine tiefe Sehnsucht erfasste sie. Ihr Traum war es, zu tanzen. Zu tanzen, so wie die Menschen, die später kommen würden, es können. Und die Schöpfung wurde dessen gewahr und sprach zu ihnen: Ihr seid groß, seid stark. Dies mag ich euch nicht nehmen. Ihr seid standhaft und verbunden mit der Mutter Erde. Dies ist so wichtig. Auch dessen mag ich euch nicht berauben. Und die Schöpfung sann eine Weile nach. Wenn die Sehnsucht zu tanzen in euch ist, so müsst ihr dies auch tun. Doch euer Gefühl für die Zeit ist ein anderes als das der Menschen, später kommen werden. Vielfältig sollt ihr sein, alle verwurzelt der Mutter, doch einige stärker, einige biegsamer in der Musik des Windes und des Lebens. Verschiedener Art und Farbe und Größe, doch alle von einem Stamm. Euer Kleid soll wechseln im Laufe der so unterschiedlichen Zeiten, die ein Jahr, die ein Leben mit sich bringt. Eure Äste und Zweige sollen wie ein Mosaik, wie ein Labyrinth, wie ein wunderbares Muster hinauf in den Himmel streben. Und alle Wesen, die die Musik in sich spüren, und den Tanz des Lebens wirklich tanzen. Sie werden euren Traum und eure Sehnsucht darin sehen und erkennen. Dort wird ihr Blick ihn finden, den Tanz der Bäume. So sprach die Schöpfung. Und sie fügte hinzu: Das ist das Geschenk, das ich euch machen kann. Die Fähigkeit, all dies nicht nur zu erträumen und zu ersehnen, sondern auch zu tun. Nun ist es an euch. Tanzt, wachst in diesem Tanze, lebt. Dankeschön. Das war auch schön vorgetragen, muss ich so sagen. Wir hatten jetzt ein bisschen Probleme mit der. Gerne. Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen, wenn die so singen
oder Küssen mehr als die Tiefgelehrten wissen. Und wenn die Welt ins freie Leben und in die Welt sich wird zurückbegeben, wenn dann sich wieder Licht und Schatten zu echter Klarheit wieder gatten und man in Märchen und Gedichten erkennt die wahren Weltgeschichten, dann fliegt vor einem geheimen Wort das ganze verkehrte Wesen fort. Das war's. Vielen Dank. Sehr schöne Zusammenstellung. Ich finde, das gehört auch mal hierher. In der letzten Woche hatten wir ganz viel Fantastik. Wir hatten ganz viel Zynismus. So etwas muss aufgeführt werden. Vielen lieben Dank, Buktom. Und